Hallo und guten Tag, ich bin Thomas Weißer, Professor für Theologische Ethik hier an der Universität Bamberg. Herzlich willkommen auch am Institut für Katholische Theologie und auf unseren Internetseiten. In diesem Semester haben wir wieder ein breites Angebot für Sie, vor allen Dingen für die Studienanfängerinnen und Anfänger gibt es eine Einführungsvorlesung in die Theologische Ethik und begleitend bieten wir dazu ein Tutorium an. Hier gibt es sozusagen erste Hilfe in Sachen Ethik. Für weiter fortgeschrittene Studierende biete ich eine Vorlesung zur Bioethik an. Hier geht es vor allen Dingen um praktische Fragen der Ethik am Lebensanfang und am Lebensende. Dazu bieten wir verschiedene Seminare an. Eins zum Thema der Blasphemie, also zur Frage, ob Gott beleidigt werden kann. Ein Thema lautet die Moral der Geburt. Hier geht es vor allen Dingen um das Spektrum von Moral und Ethik rund um den zentralen Einschnitt der Geburt am Beginn des Lebens. Schließlich gibt es vor allem für EWS-Studierende Seminare zur Wirtschaftsethik und zu den Fragen der Menschenrechte. Ganz wichtig in diesem Semester, wir bieten das Theologische Forum an. Das Institut für Katholische Theologie hat eine Vortragsreihe in diesem Wintersemester auch zum Thema Blasphemie. Gäste wie der Erzbischof Ludwig Schick oder die Publizistin Johanna Haberer werden uns hier ihre Einsichten und Ansichten zum Thema Blasphemie vorstellen und zur Diskussion stellen. Termine finden sich auf den Internetseiten des Instituts. Herzliche Einladung von mir aus, diese Angebote wahrzunehmen. Kommen Sie vorbei, bringen Sie sich ein. Ich wünsche Ihnen ein spannendes und lehrreiches Semester.